Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind in der letzten Folge von der Himmelsinsel dort oben im Himmel, wie der Name schon sagt, runtergesprungen und jetzt endlich wieder in Hyrule gelandet, das beim letzten Mal wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesehen hat. Aber egal, wir werden uns erkunden und schauen, was wir hier so für Anhaltspunkte finden. Ich meine, wir haben letzten Endes auch einen Zielort. Gehen wir doch fürs erste Mal dahin. Ah, sieht aus, als wären wir da. Dann bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Link! Seid ihr es wirklich, Link? Wo wart ihr die ganze Zeit? Nachdem Prinzessin Zelda mit euch losgezogen ist, um nachzuforschen, ist das Schloss auf einmal abgehoben. Ja, das haben wir mitbekommen. Alle haben sich Sorgen gemacht. Besonders Direktorin Pura. Sie hat kaum noch geschlafen, weil sie die ganze Zeit herausfinden wollte, wo ihr wart. Direktorin Pura sollte sich im Gebäude mit dem Teleskop aufhalten. Bitte geht schnell zu ihr, damit sie sieht, dass es euch gut geht. Na, dann gehen wir mal zu der guten Pura. Hi, na, wie geht's? Das ist ja... Wo kommst du auf einmal her? Wie gesagt, Himmelsinsel, lange Geschichte. Stopp, du bist kein Gespenst, oder? Nein. Ich hoffe doch. Ui. Der Arm sieht ja wild aus. Der kommt sogar mit Tätowierung. Puh. Eins steht schon mal fest. Wir haben reichlich zu bereden. Das glaube ich auch. Wie um alles in der Welt hast du den Sturz von dort oben heil überstanden? Naja, es gibt so eine Sache, die heißt Wasser. So wie es aussieht, wenn man da reinfällt, tut man sich nicht weh. Rauru, soweit ich weiß, hieß doch der erste König Hyrules, von dem die Legenden berichten, so, nicht wahr? Das ergibt alles so überhaupt keinen Sinn. Nur eines kann ich mit Sicherheit sagen. Die Mumie, die du im Untergrund gesehen hast, steht gewiss mit dem Kataklysmus in Verbindung. Was mich jedoch am meisten fasziniert, ist die Tatsache, dass du die Stimme der Prinzessin gehört haben willst. Wenn das stimmt, dann ist die Prinzessin also noch am Leben. Vielleicht konnte sie unter Schloss Hyrule Schutz finden und ruft dich nun von dort aus zu Hilfe. Es ist mir etwas unangenehm, dich direkt nach deiner Rückkehr um einen Gefallen zu bitten, Link, aber... Meldest du dich bitte beim Suchtrupp, der unter dem schwebenden Schloss Hyrule Ausschau nach euch beiden hält? Der Name des Truppenführers lautet Holm. Bitte hilf ihnen dabei, die Prinzessin so schnell wie möglich zu finden. Klar machen wir das. Ich glaube zwar immer noch nicht, dass wir da nach der Prinzessin suchen sollten, aber hey, warum denn nicht? Okay, der Typ hat hier einiges angerichtet. Der hat ganze Arbeit hier geleistet, nicht schlecht. Oh, da ist ein Schrein. Ich glaube, da sollten wir vielleicht mal vorbeischauen. Kampftechniken. Okay, das hört sich interessant an. Okay. Sieht aus, als hätten wir unseren Übungspartner gefunden. Weiche Angriffen mit einem Sprung zur Seite aus. Nutze die so entstandene Gelegenheit für einen Gegenangriff. Ziel erfassen und springen. Springen. Y, Angriff, Angriff, Angriff. Ja, genauso will ich das sehen. Weiche Angriffe mit einem Sprung nach hinten aus. Nutze die so entstandene Gelegenheit für einen Gegenangriff. So, komm, ausholen und... Zack, genauso will ich das sehen. Y, komm schon, ja. Pariere zum richtigen Zeitpunkt einen Angriff mit dem Schild, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Okay, Schild. Und parieren. Oh, schon wieder zu früh. Und parieren. Schon wieder zu früh. Und... Parieren! Ja, jetzt haben wir es geschafft. Komm schon, geh drauf. Du kannst Kraft sammeln, um einen aufgeladenen Angriff auszuführen. Triff möglichst viele Gegner damit. Okay. Laden, laden, laden. Ich würde mich eigentlich gern drehen. Okay, drehen ist hier anscheinend nicht nötig. Du hast alle Techniken gemeistert. Dir wird hiermit Zugang zum innersten Bereich gewährt. So, ich hätte gerne wieder so einen dieser Lichtorbe und natürlich das, was da in der Kiste ist. Sonanium-Schwert. 6 Punkte. Ah, das hört sich ja ganz interessant an. Genau das wollte ich haben. Ich glaube, wir sollen hier rein. Link, der große Ritter. Nein, das ist ja unmöglich. Hier ist Unbefugten der Zutritt verboten. Wer nicht Teil des Zelda-Suchtrupps ist, hat hier nichts zu suchen. Befehl vom Truppenführer Holm. Weiß der wirklich, wer wir sind? Du kannst natürlich versuchen, dir vom Truppenführer eine Ausnahmegenehmigung zu holen. Er müsste sich beim Tor des dritten Walds oberhalb dieses Wegs aufhalten.
Okay, ihr habt den Mann gehört. Fürs Erste kommen wir da nicht durch. Oh, sieht aus, als wären wir gleich bei unserem Kollegen. Bist du der Typ, den wir suchen? Nein, das ist nicht der Typ, den wir suchen. Also entweder ist der Typ über uns oder unter uns. Aber der Truppenführer steht oben auf dem Tor. Ah, okay, er ist also über uns. Naja, wenn der gute Mann nicht zu uns runterkommt, dann müssen wir eben hoch zu dem guten Mann gehen. So, platzieren wir dich mal, ja, noch ein bisschen drehen. So, jetzt können wir damit was anfangen. Du mal schön hier hin. Okay, ich hab's mir ein bisschen anders vorgestellt, aber... Komm schon, Link. Ja, das könnte funktionieren. Ja, ja, komm schon, du schaffst es. Ja, wunderbar. So, der Typ hier könnte es sein, oder? Ja, ja, wir haben ihn gefunden. Hä? Ich werde nicht mehr. Werter Link, seid ihr es tatsächlich? Ich bin so froh, dass es euch gut geht. Dann ist Prinzessin Zelda bestimmt auch in Sicherheit, oder? Wie bitte? Prinzessin Zelda ist nicht mit euch zurückgekehrt, aber ihr habt ihre Stimme gehört. Herr Truppenführer Holm, da, die Prinzessin Zelda. Was? Wow. Prinzessin, ihr seid wohl auf. Die ist doch zu 100% nicht echt. Sag ich doch. Ich glaub nicht, dass die echt ist. Okay. Ihr habt sie doch auch gesehen, oder Link? Prinzessin Zelda hat sich in Licht aufgelöst und ist verschwunden. Warum hat Prinzessin Zelda nicht auf meinen Ruf reagiert und ist einfach verschwunden? Dieser Vorfall muss unverzüglich Direktorin Pura gemeldet werden. Könntet ihr an meiner Stadt Direktorin Pura über diese Begegnung unterrichten? Klar machen wir das. Hey Pura, Neuigkeiten gibt's. Was? Du hast Prinzessin Zelda gesehen? Von Schloss Hyrule aus? Sie ist zu einem Licht geworden und weggeflogen? Ja, wenn du das jetzt so sagst, hört sich das ziemlich an, als hätten wir irgendwas genommen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Prinzessin zu einem anderen Ort geflogen ist, dann sollten wir wohl den Kataklysmus erforschen, dessen Folgen überall zu beobachten sind. Klingt logisch, oder? Es gibt da ohnehin ein paar Orte, über die ich mir schon Gedanken gemacht hatte. Und ich bin mir sicher, dass uns deren Erforschung auch auf die Spur der Prinzessin bringen wird. Joscha, wie steht es um den Kartografieturm? Der sieht auf jeden Fall fertig aus. Grundsätzlich ist er fertig. Ja, das sieht man. Oh, der Teleporter müsste noch abgestimmt werden. Der Teleporter? Das sollte doch ein Kinderspiel sein. Ich bin da mal beim Kartografieturm. Wenn du zum Aufbruch bereit bist, sag mir Bescheid. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir uns doch einfach mal schnell so anschauen, was dieser Turm so alles kann. Hm, das hier hin. Nein, das hier muss so. Und fertig. Ah, Link, bist du bereit? Auch ich habe meine Vorbereitungen abgeschlossen. Jetzt sollte der Teleporter funktionieren. Fehlt nur noch eines. So, Joscha, hier drüben ist alles bereit. Betätige den Schalter. Okay. Ob das gut geht? Was? Ich habe keine Ahnung, was das soll, aber ein schönes Feuerwerk. Dann los, Link. Jetzt bist du an der Reihe. Halte das Pura-Pad an die Vorrichtung dort, ja? Na, dann geben wir mal unser Bestes. Damit ist dieser Kartografieturm nun auf deinem Pura-Pad registriert. Du kannst dich jederzeit auf die Plattform jedes registrierten Kartografieturms teleportieren. Aber das ist noch lange nicht das Tollste an diesem Kartografieturm. Sein Hauptzweck ist, wie der Name schon andeutet, das Erstellen von Karten. Nur dank ihm ist es möglich, die Topografie der Umgebung mit dem Pura-Pad zu erfassen. Zum Kartografieren muss man allerdings sehr gut mit dem Parasegel umgehen können. Außer dir gibt es da nicht besonders viele Kandidaten. Wir konnten die Sache folglich bisher noch nicht testen. Das, hört sich ja super an. Parasegel. Von Pura erhaltenes Hilfsmittel, das dir ermöglicht, durch die Luft zu gleiten. Drücke im freien Fall X, um den Parasegel zu aktivieren. Viel Erfolg beim Abschuss. Ich meine natürlich Abschlusstest. Ja, wie war das nochmal mit in die Luft gesprengt werden? Das ist ja sehr benutzerfreundlich. WTF? Was ist hier gerade passiert?
Okay, ja. Das, funktioniert. Oh, oh Gott, wo, was? Hey, na? Das funktioniert ja echt gut. Gut, und jetzt können wir X drücken. Oh, schön. Das macht doch alles gleich viel einfacher. Also wir haben da einen Turm, dann hätten wir da noch einen Turm. Da ist auch noch ein Turm. Also jede Menge Türme, zu denen wir hingehen können. Jetzt sollten wir allerdings zuerst noch einmal zurück zu Pura. Wir müssen nur schauen, dass wir das mit dem Gleiter timen. Das war, glaube ich, etwas knapp. Aber hey, wir leben noch. Hey, Pura hat super funktioniert. An der Umsetzung könnte man vielleicht noch etwas arbeiten. Aber ansonsten wunderbar. Willkommen zurück auf festem Boden. Das war ein hübscher Flugling. So, jetzt geht's endlich ans Eingemachte. Der Kataklysmus hat nämlich nicht nur hier seine Spuren hinterlassen. Überall in Hyrule wird von seltsamen Phänomenen berichtet. Würdest du mir kurz deine Karte zeigen? Zum einen wäre da Hebra im Nordwesten von hier. Dann gäbe es Eldin im Nordosten. Weiterhin Gerudo im Südwesten. Und zu guter Letzt noch Ranelle im Osten von hier. Die Phänomene konzentrieren sich auf diese vier Gebiete. Ah, übrigens, Direktorin Pura. Es geht ein Gerücht um im Dorf der Orni, das in Hebra im Nordwesten liegt. Hätte angeblich jemand Zelda gesehen. Eigentlich widerstrebt es meinen wissenschaftlich geschulten Geist, mich von bloßem Gerede beeinflussen zu lassen. Aber in der jetzigen Situation könnten selbst Gerüchte wie dieses den entscheidenden Hinweis liefern. Ich werde weiterhin die durch den Kataklysmus herabgestürzten Ruinen und den entstandenen Abgründen untersuchen. Außerdem werde ich mich in Dörfern und anderen Treffpunkten von Reisenden umhören. Vielleicht finden sich auch dort Hinweise zum Verbleib von Prinzessin Zelda. Dann würde ich doch sagen, folgen wir diesen Gerüchten einfach mal und gehen zum Dorf Hebra, beziehungsweise in die Region Hebra. Allerdings würde ich behaupten, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal ein Abo da, dann könnt ihr nichts mehr auf diesem Kanal verpassen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt lässig und tschüss.